Wir sehen, dass viele Dinge, die heute passieren, vor wenigen Tagen, Monaten, Jahren nicht denkbar gewesen wären. Wir sehen täglich im Fernsehen ökologische Katastrophen, wir sehen Flüchtlingsströme, wir sehen ökonomische Krisen und gehen eigentlich immer zur Tagesordnung über. Jetzt ist beispielsweise passiert, dass die Briten aus der EU austreten. Das sind Dinge, die waren vorher nicht vorstellbar. Es war nicht vorstellbar, dass die Welt, wie wir sie kennen, durch bestimmte Entscheidungen sich radikal verändern kann. Dass das Friedensprojekt Europa tatsächlich gefährdet ist. Es war bis kurz vor der Wahl von Donald Trump nicht vorstellbar, dass ein Populist mit solchen Konzepten, mit solcher, einem Vorgehen, dass der Präsident wird. Und da, denke ich, müssen wir uns darüber unterhalten. Es gibt einige Indizien, dass die Welt, wie wir sie kennen, aus den Fugen gerät. Das betrifft die Nationalstaaten, das betrifft die EU, das betrifft auch global politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Also wir sind täglich konfrontiert in den Medien mit Wirtschaftskrise, mit Flüchtlingsströmen, mit ökologischen Krisen und eigentlich gehen wir, nachdem wir diese Nachrichten gesehen oder gelesen haben, wieder zur Tagesordnung über. Die Frage ist aber, was die Errungenschaft, die Europa seit der Aufklärung hat, was also die Zivilisation, die uns ausmacht, letztlich zusammenhält. Was wären für dich Indizien oder Schritte, die zeigen, so etwas wie eine Rezivilisierung ist möglich oder sogar schon teilweise im Gange? Wir glauben, dass eine Rezivilisierung eben nicht im Gange ist, ja? Dass es viele Indizien gibt, ob es das politische System ist, Brexit, Trump, Erdogan, ob es das Wissenschaftssystem ist, wo man lieber Artikel in Journals unterbringt, aber sich um die täglichen Probleme der Menschen nicht kümmert, dass vieles aus den Fugen gerät, dass hier die Decke der Zivilisation, die ja Jahrhunderte gedauert hat, bis wir das aufgebaut haben. Es hat eine Aufklärung gegeben. Norbert Elias hat ein Buch geschrieben über den Prozess der Zivilisation, wie lange es gedauert hat, um das Zusammenleben, das friedliche Zusammenleben der Menschen, die Freiheit der Menschen, die Demokratie, die es dazu braucht. Es hat Jahrhunderte gedauert und es ist eigentlich nur ein kleiner Schritt, dass diese Decke der Zivilisation wieder zurückfällt in Barbarei und Krieg. Wir erreichen mit dem Symposium viele interessante Menschen, die auch Entscheidungsgewalt haben in ihren Organisationen. Also wir sind Menschen, die können mit ihren Entscheidungen in ihren Organisationen etwas verändern. Und es dauert eine Zeit, bis die Qualität des Miteinanderredens, des gemeinsamen Nachdenkens über Probleme, bis das auch Wirkung erzielt in den Organisationen. Aber in diesen 22 Jahren haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht, weil vom Symposium, das wir hier machen, weg in den Organisationen und in den Regionen wir zusammenarbeiten mit den Entscheidungsträgern und wir Prozesse und Projekte aufsetzen, die sehr wohl in die Richtung gehen, eine nachhaltige regionale Entwicklung, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine transdisziplinäre, eine über die Organisationen hinausgehende Zusammenarbeit zu erreichen. Also das wirkt schon.